Willkommen auf meinem YouTube-Kanal in der Mod-Vorstellung für Transport Fieber 2. Ich habe heute den Mod von Vendion und Guapo 298. Es sind Busdepots und Straßenbahndepots. Wir finden diese hier unter dem Bussymbol und dann hier bei Depots. So, nehmen wir das erste Depot mal. Es ist ein Depot aus dem Jahre 1850. Wir bauen es mal hier dran. So. Das nächste Depot, das nennt sich Schmiede, ist auch ein kleines Depot. Dann kommt ein etwas größeres Depot von 1887. Dann haben wir eine Werkstatt Luigi und Mario. Setzen wir mal hier dran. So. Dann haben wir ein Busdepot der 30er Jahre. So, es ist schon etwas größer. Machen wir da dran. Dann haben wir hier ein Tramdepot der 30er Jahre. Das machen wir mal hier an die Straße dran. So. Hier haben wir eine Tankstelle als Depot. Ich mache es mal mit hier an die Straßenbahn dran. Ein bisschen drehen. So. Mal weiter scrollen ein bisschen. So. Hier haben wir dann einen Busbetriebshof der 70er Jahre. So, ein bisschen zurückdrehen. So. Dann haben wir hier ein Straßenbahndepot der 70er Jahre. Setzen wir hier wieder mit dran. Hier haben wir dann auch ein Tramdepot namens Cannstatt. So, setzen wir hier mit dran. Hier haben wir einen großen. So groß ist es dann doch nicht. Ein Grenzübergang Deutschland-Österreich. Wir setzen es mal hier an den Anfang. So. Dann haben wir hier ein Tramdepot der 90er Jahre. Ich setze es mal hier auf die Gegenseite. So. Dann haben wir hier ein LKW-Hub der 2000er Jahre. Setzen wir mal hier dran. Hier haben wir ein Logistikzentrum. Ach, nicht so schnell drehen. So, das setzen wir hier dran. Und dann haben wir hier nochmal ein Busdepot von 1995 im Nahverkehrsverbund. Wir setzen es mal einfach mal hier an die Straße dran. So, ein bisschen drehen. Müssten wir noch eine Straßenanbindung machen. Ich habe es ein bisschen schlecht gedreht. So. Dann haben wir da auch eine Straßenanbindung. So, jetzt lasst uns mal die einzelnen Depots angucken. Hier ist das Depot. Oh, es ist auch ein Straßenbahndepot aus 1830. Hier haben wir die Schmiede, wo wir Fahrzeuge kaufen können. Dann haben wir hier nochmal ein Tramdepot, wo wir Trambahnen kaufen können. Hier ein Luigis Werkstatt.
für Fahrzeuge zu kaufen. Hier einen etwas größeren Busplatz mit zwei alten Bussen und LKWs davor, wo wir auch Fahrzeuge kaufen können. So, hier ein Busbahnhof mit Bussen und Abstellplätze für die Fahrer. So, wir können uns ja auch die Gebäude mal... Hier stehen auch noch Busse drin in den Hallen. So, hier ist dann ein roter Teppich da für den Chef gelegt. Hier haben wir eine alte kaputte Westernkutsche. Hier stehen alte Trambahnen auf dem Abstellgleis. Hier ist eigentlich nichts von hinten groß zu sehen, bis auf ein paar kaputte Fenster. Hier in der Halle ist auch nichts groß zu sehen. So, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir ein Logistikzentrum. Mit Reklame und LKWs, wo wir LKWs kaufen können. Hier wieder einen LKW-Verkaufsdepot. So, dann kommen wir hier zu unseren Straßenbahndepots, was ja schon eigentlich hier schön groß ist und das moderne ist. Mit PKW-Abstellplatz. Hier haben wir auch ein Depot für Straßenbahnen mit Abstellplatz und Schienenverlegung. Dies ist das gleiche Depot. Man müsste selber ein paar Autos dahinstellen zum Parken. Es sieht ein bisschen von der Gestaltung anders aus. Es ist ja auch aus den früheren Jahren, aus den 30er Jahren. Dann haben wir hier eine Tankstelle als Fahrzeugdepot. Und dann sind wir hier bei unserem großen Logistikzentrum, wo wir auch Fahrzeuge und Busse kaufen können. So, lasst uns mal schauen, mit großer Straßenanbindung hier, ne? So, Reklame, ach nee, das ist ja gar nicht, das ist ja hier der Grenzübergang. Gut, es ist egal, es ist auch ein schönes gemoddetes Gebäude mit Straßenanschluss dran praktisch. So, jetzt lasst uns mal... Schienen bauen. Ich will ja mal gucken, wie die Straßenbahnen fahren. Also für Straßenbahnen, das ist meine Welt. So, hier fehlen noch die Schienen. Ja, und hier. So, noch zwei Passagiergebäude, also Haltestellen gebaut. Ja, da und da einmal. So, dann haben wir, glaube ich, noch diesen Busbahnhof vergessen, wo auch schon Busse rumstehen. Hier ist ein Zaun, dass man da nichts machen kann, also nicht, na gut, wer rein will, kommt auch rein. Und wir haben hier Busse im Nahverkehr von der NVV stehen. So, NVV Nahverkehrsverbund.
Dann lasst uns mal hier ein paar Straßenbahnen kaufen. Am besten die alten. So, neue Linie. Von da nach da. Und auf geht's. So, da kommen dann die ersten alten Straßenbahnen raus. Wie gesagt, ich habe hier auch noch zum Beispiel von Huge Dragon, von dem großen Bauernhof, einen Hund, den könnte ich hier hinstellen. Wir könnten natürlich auch hier ein paar Verkaufsstände noch hinmachen im Depot. Ich habe den Automod gar nicht an. Ne, das sind die Container. Ne, die Fahrzeuge habe ich gar nicht an. Schade. Sonst hätten wir jetzt mal hier noch ein paar Fahrzeuge hingestellt. Aber man kann es ja noch individuell verschönern. Wir können ja hier noch einen Zaun hinmachen. So. Ja. Nur als Beispiel jetzt. So. Dann holen wir hier uns noch eine Straßenbahn oder zwei. Ah, nehmen wir mal hier diese blauen. Die setzen wir auch auf die grüne Linie. So, funktioniert auch. Weil bei einem Bekannten, der hat auch diese Mods, da funktionierten nicht alle Depots. So, was nehmen wir denn hier? Hier nehmen wir dann also ganz alte Straßenbahn. Auch auf Linie 8. Es hat gegongt oder geploppt, also funktioniert der Mod auch. Hier die moderneren Straßenbahnen. Nehmen wir davon mal zwei. Funktioniert auch der Mod. So, jetzt kommen hier auch Straßenbahnen raus. So, Tor schließt sich wieder. Jetzt gehen wir noch hier zu dem Busbahnhof. Mal gucken, wie es da aussieht. Holen wir mal zwei alte Busse. Setzen wir auch auf die Linie 8. So. So, die kommen dann hier vorne raus. Also wie gesagt, es ist ein schöner Mod. Er ist von Vendage und Guapo 298. Den Link setze ich euch unten rein. Ich habe da noch einen Mod von Vendage. Wenn ich jetzt auf die Depots gehe, dann muss ich hier aufs Jahr 2000 hochgehen. Ich gehe noch mal eins zurück, und zwar hier auf die Depots. Da sind die Depots nämlich auch noch mal drin. Wenn ich jetzt hier auf das Jahr 2000 hüpfe, dann ist der eine Mod von Bandage auch da. Da ist er. Ja, der kommt aber erst im Jahre 2000. Für diese Mod müsst ihr aber das Cargo Assault Set 1.2 haben. Ich verlinke euch das mit unter diesem Video. Es ist auch vom Bandage. Ich habe dazu aber auch eine andere Mod-Vorstellung schon gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich euch jetzt das verlinke oder die andere Mod-Vorstellung verlinke, weil da sind die Links ja mit drin. So, in diesem Sinne, wir könnten natürlich jetzt auch noch zwei Halteboxen für die LKWs machen. Dann könnten wir mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn jetzt hier aus der Tankstelle die LKWs und Busse rauskommen. Ja. Nehmen wir mal hier so einen blauen Bus. Der muss noch auf die Linie 8. So, kommt
kommt der aus der Tankstelle da raus. Nehmen wir noch ein, zwei LKWs. Hier diesen MAN-Britsche und ein Sattelschlepper. Da müssen wir aber noch eine neue Linie für machen. Und zwar hierhin und dahin. So, und dann gucken wir mal. Dann kommen die LKWs auch aus der Tankstelle raus. Ja. So. Die Mod-Vorstellung ist halt ein bisschen länger. So, nehmen wir jetzt hier nochmal so einen LKW und noch einen LKW und setzen den auch auf die Linie 9 und gucken mal, wie das aussieht, wenn sie hier rauskommen. So, das Tor geht auf und die LKWs oder Busse, die ihr euch aussuchen könnt, kommen da auch raus. So, in diesem Sinne, wenn ich dann auch mal wieder gestottert habe oder Blödsinn erzählt habe, ihr vergebt mir das schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. In diesem Sinne, euer Donny. PS, falls ihr zu Bandage oder Guapo oder Kaloi 1988, dieser Guapo ist, heißt Guapo 298 geht, hinterlasst doch einen Daumen hoch, einen netten Kommentar und viele Grüße von Donnys Spielecke. So, jetzt bin ich fertig. In diesem Sinne, euer Donny. Tschüss, bis demnächst.